Umgang mit Tobsuchtsanfall bei anderen. Wenn ich jetzt von Tobsuchtsanfall spreche, dann meine ich natürlich jetzt nicht einen medizinischen Notfall. Es gibt ja die Tollwut, die auch als Tobsucht bezeichnet wird. Und beim Tollwutanfall, Tobsuchtsanfall, das ist ein medizinisches Problem. Jetzt spreche ich über Tobsuchtsanfall, was im Volksmund heißt, jemand, der plötzlich sehr wütend wird, sehr laut wird und lautstark einen Wutausbruch hat, den er auch zum Ausdruck bringt. Wie gehst du damit um? Im Allgemeinen ist es klug, dass man eine gewisse Toleranz hat für Stimmungen und Emotionen anderer. Wenn anderen zwischendurch weinen, dann ist das okay. Wenn Menschen mal Angst haben, ist auch okay. Und wenn sie mal ärgerlich sind, ist es auch okay. Natürlich muss man aufpassen, dass Menschen, die in einer Art Tobsuchtsanfall sind, dass sie nicht andere zu sehr verletzen. Wenn der Tobsuchtsanfall gegen dich ist, dann nimm nichts zu ernst, was dabei passiert. Eventuell bitte um Entschuldigung, eventuell suche einen Grund, den Ort des Geschehens zu verlassen, eventuell verlege die weiteren Auseinandersetzungen auf morgen. Aber handle nicht auf das, was du gehört hast, wenn der andere in einem Tobsuchtsanfall war. Menschen meinen das dann nicht ernst, sie bedauern es nachher. In diesem Sinne, vergib dem Mensch, der in einem Tobsuchtsanfall etwas gesagt hat, was er nachher nicht so meint. Und denke keinesfalls, dass jemand in einem Ärgerausbruch endlich sagt, was er wirklich denkt. Das stimmt nicht. Menschen in einem Ärger und einem Zornesausbruch sagen Dinge, die sie nicht wirklich meinen.